Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute gibt's feinstes Wiener Wirtshausgulasch. Ganz einfach zubereitet und grandioser, voller Geschmack. Wie es gelingt, das zeige ich euch jetzt. Ich werde es hier draußen am Hockerkocher zubereiten. Gelingt natürlich auch in der Küche am Herd und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Es gibt ja schon etliche Gulaschrezepte hier auf meinem Kanal. Ich blende euch mal im Laufe des Videos ein paar ein. Ja, und da fehlt jetzt noch das Wiener Wirtshausgulasch, oder? Und wahrscheinlich noch etliche andere. Also überraschen lassen, aber das Wiener Wirtshausgulasch, das hat mich besonders beeindruckt. Darauf bin ich gestoßen, als ich ein bisschen so im Internet unterwegs war. Und dann bin ich auf dem Blog Die See kocht gelandet. Und die Kapitänin davon ist es, die Cordula Glenz. Und die hat das Wiener Wirtshausgulasch zubereitet gehabt und hat das in Bildern festgehalten. Und das hat mir so zugesagt, hey, ich sag's euch, da habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt nachmachen und euch zeigen. Ja, ich verlinke euch mal den Blog, Die See kocht, unterhalb des Videos in der Infobox. Ja, und Gulasch-Zubereitungsarten gibt es ja viele. Die Cordula Glenz, die stellt da auch, also die spricht von zwei. Eine ist ganz lang, also die geht wirklich über Tage. So lange möchte ich euch nicht aufhalten. Aber es gibt auch noch eine kürzere Variante und die schauen wir uns heute an. Ja? Und jetzt werfen wir einen Blick über die Zutaten. Boah, oder? Hey, was, ja, sag mal. Ja, was ist denn das? Ja, es geht schon beim Fleisch los. Das gefällt mir, dieses Fleisch. Wir haben hier Rinderbeinscheiben von kapitalster Größe. Markknochen befinden sich auch daran. Die kommen auch zum Einsatz. Also ihr könnt da schon mal von einem ganz kräftigen Gulasch ausgehen. Ja? Also diese Grundlage, die ist doch schon mal vielversprechend. Oder Kameramann, was meinst du dazu? Ja, ich finde es ganz cool, dass man, ich meine, ich habe mir diesen Blog, Die See kocht, auch angeschaut und die Bilder sind so gigantisch und die promotet halt, dass man das Wiener Wirtshausgulasch mit diesen Beinscheiben macht. Richtig, ja. Und daraus ergibt sich auch ein Vorteil oder mehrere, also zum einen an dieser Geschmack, weil da die Knochen dabei sind, das Mark der Knochen, das wird alles verwertet und wenn ihr Gulasch beim Metzger kauft, ist ja das meistens schon so klein und tutzig vorgeschnitten. Aber hier könnt ihr selber Hand anlegen bzw. das Messer und richtig dicke Scheiben runterschneiden und darum geht's. Ja, das werden wir jetzt dann hier noch zuschneiden, aber vorher werfen wir noch einen Blick über die restlichen Zutaten. Die Gewürze, ihr benötigt eine Mischung aus ganzen Kümmelkörnern, edelsüßes Paprikapulver, rosenscharfes Paprikapulver, Majoran, ja, Salz wird benötigt, Butterschmalz, Essig gibt Geschmack und zum Bier, Kameramann, da kannst du noch was ganz Besonderes sagen, fand ich irgendwie bedenklich, aber auch witzig. Eigentlich hast du gesagt, wir brauchen ein helles aus Österreich, also wie heißen die? Gösser oder Stiegel oder Zipfer oder wie die heißen? Ja, der liebe Zuschauer aus Österreich schreibt uns gerne mal rein, was da noch so für österreichische Biere im Umlauf sind. Bei uns in Deutschland gibt es die nicht. Bei uns in Bayern. Bei uns in Bayern. Hier im exklusiven Getränkemarkt, der alles hat, gibt es nicht drum, ein bayerisches helles. Und was sagt der liebe Mann vom Getränkefachhandel? Sie haben das österreichische Bier nicht, weil es hier keiner kauft bei uns. Weil es hier keiner mag, hat er eiskalt gesagt. Also weiß ich nicht, warum das so ist. Schade eigentlich, gell? Weil ich finde, die Österreicher machen auch gute Biere. Naja, hier in Bayern oder zumindest in unserer Gegend sind wir jetzt nicht an österreichisches Bier rangekommen, deswegen ist es das geworden. Ja. Hier seht ihr noch viele Zwiebeln und genau und zwar von der Menge her genauso viele wie Fleisch, ja, damit da ordentlich Geschmack reinkommt. Und von denen soll man ja nach der Zubereitung gar nicht mehr so viel sehen. Ja. Und was habe ich euch noch unterschlagen? Etwas Zucker zum Karamellisieren. So, und jetzt werde ich erst einmal die Beinscheiben vorbereiten und werde da, ich habe vorhin von Scheiben gesprochen, es werden natürlich dicke Würfel runtergeschnitten, aber ja, sie bleiben eben sehr groß, da habe ich jetzt gleich von Scheiben gesprochen, aber es wären natürlich Würfel, aber ich, liebe Zuschauer, könnt sicher nachvollziehen, was ich genau meine. Also, jetzt packen wir uns da mal so eine. Ja, da muss man schon ein besonders gutes Verhältnis zum Metzger haben, dass ein der so was Schönes herrichtet. Gell? Kameramann, das hast du besorgt. Ja, vor allem von der Dicke her. Von der Größe, vom Durchmesser kriegt man es überall, aber dass du 4,5 cm, dass da... Ja, ja. Hier gibt es nicht Vakuum verpackt in der Auslage im Kühlfach. Ja, das ist schon Wahnsinn. Schaut her, und jetzt werde ich mich da am Knochen entlang schneiden, so, und dann haben wir schon das erste Gulasch oder das erste Stück, das man dann noch ein bisschen zerteilen kann und dann, ja. So.
So, und dann hier nochmal durch. Ja, und sowas, also wäre jetzt empfindlich. Das löst sich auf. Ja, logo. Sag ich dir. Nein, das wird nicht weggegeben. Hier schneiden wir nochmal vorsichtig. Hey, warte mal. Ja. Was? Wenn du den so schneidest. Ah, ja, hast du recht. Mein Gott, komm. Da hast du ein Stück, gell? Ja, du hast recht. Oh, da ist noch ein Knochen. Warte mal. Ja. Ja, so geht's, genau. Sehr gut, komm nochmal. Ja, jetzt musst du fast nochmal durchschneiden, da. Ich schneide das mal weg. Das ist ja Irrsinn. Ja, okay, das sind schon andere, als die Mama als Gulasch in der Auslage liegen sieht. Extrem. Wow. Das schneide ich noch durch. Ja. Und dann auch diese Marmorierung. Gell? Ja, das könnte was werden. Das könnte was werden. Schaut her, liebe Zuschauer, und so werde ich jetzt die restlichen auch bearbeiten. Das lassen wir so. Gell? So, nochmal. Das muss ich jetzt nicht alles filmen. Ja, schneid's, filmst du mal das noch. Dass man es schön sieht, wenn wir schon so schöne Stücke haben hier. Ja, total fies. Und das ist eine ziemlich ehrliche Nummer, gell? Ja. Fleisch und Zwiebeln? Ja, einfach und ehrlich. Das Fleisch hat schon so eine tolle Farbe, also. Oh, Wahnsinn. Grandios. Ich lasse jetzt schon, währenddessen ich da noch am Zerteilen bin, den Dutch Oven vorheizen. So. Ja, jetzt will man natürlich so einen Wampsler zu Hause hat, so einen Holzofen, gell? Kameramann. Dann kann man natürlich da auch immer, wenn der angeschürt ist, wenn da das Feuer drin lodert, kann man natürlich sowas auch über mehrere Tage, ja, 3 Tage köcheln lassen. Kann man sich das gut vorstellen? Also ich mir schon. Da nutzt aber man natürlich. Ja dann, auch nicht 3 Tage lang, das köchelt ja nicht 72 Stunden. Das oder? Nicht, aber immer wieder. Ja. Und ich nehme mal an, das sind so Wirtshäuser dann auch damals früher so war. Gell, wenn so ein Ramsler mal am Brennen war, dann hat man halt das Gulasch dann nebenbei noch zubereitet und immer wieder erhitzt und dann ist am besten. Gell. Aber unsere Methode ist zwar ein bisschen kürzer, aber auch besser. Und ich halte euch ja nicht davon ab, das immer wieder ja, aufzuwärmen. Das Fleisch und die Markknochen jetzt am besten portionsweise anbraten. Weil wenn ihr alles reingebt, dann wässert das Ganze und es kocht, ja, anstatt zu braten. Dann geben wir mal ein bisschen Butterschmalz hinein. So. Ja, das reicht dabei für die erste Ladung. Nein, ein bisschen noch. Sehr ungewohnt, heute nach rechts zu filmen. Ja, das stimmt für mich auch ein bisschen so die Bewegung. Aber nach dem Dutch Oven, beziehungsweise nach dem Hot Wok, nach dem Anbraten im Dutch Oven und den weiteren Schritten, benötigen wir noch den Grill, und zwar seine indirekte Hitze. Und wenn ihr in der Küche zubereitet, dann benötigt ihr einen Backofen. So, jetzt auf geht's, rein damit. Jetzt wird das Fleisch einfach von allen Seiten schön scharf angebraten. So, ich bin schon am Wenden. Gebt dem Fleisch schon ein bisschen Zeit, ja, bis es sich dann schön lösen lässt. So, und so muss das ausschauen. Oh, riecht jetzt gut. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? In dem Rezept gibt es keinen Knoblauch. Ja? Ja, komisch, ja. Ja, das stimmt. Aber es ist so, wie es ist. Es ist, wie es ist, ja. Muss nicht immer sein. Oh. Hey, Kameramann, mich würde interessieren, wie viele von den Zuschauern, die jetzt da vorm Bildschirm sitzen, schon die Einkaufsliste schreiben. Aber brauchen die nicht schreiben, die brauchen nur in die Infobox. Ja, die brauchen nur in die Infobox schauen, oder sie können sich ja das auch ganz einfach merken, ja, das sind ja so wenige Zutaten, aber ruhig in die Infobox schauen, da findet ihr einen Link, der euch zum Rezept führt. Ladung raus. Boah,
schaut euch das nochmal an. Und die nächste rein. Immer wieder ein bisschen Butterschmalz dazugeben. Ich glaube, ich werde das jetzt halt alles machen noch und auch diese Scheibe noch zusammenschneiden. Und dann holen wir die Zuschauer wieder dazu, gell? So, das wäre geschafft. Kurz mal durchatmen, das ist schon eine Menge, gell? Ich gebe noch mehr Butterschmalz in den Topf und brate darin jetzt die Zwiebeln auch portionsweise an, damit die auch wirklich eine schöne Farbe bekommen. Und ich bestreue sie dann immer noch mit ein bisschen Zucker zum Karamellisieren. Oh, das duftet verboten. Das duftet verboten gut. So, ein bisschen Zucker zum Karamellisieren. Herrlich. Aber das ist, dauert jetzt schon ein bisschen mit dem Anbraten. Das da müsst ihr gute. Voll mit Zwiebeln auch. Da müsst ihr gute 20 Minuten einplanen, aber es lohnt sich. Boah. Also Zeit muss man mitbringen und Hunger darf man nicht haben. Na, Hunger erstmal nicht. Zack. Und wieder Butterschmalz rein. Oh, Kameramann, hol mir noch ein bisschen was. Jawohl, okay. Das klang uns nicht mehr. Oje, 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 wir haben ein Dilemma. Alles läuft eigentlich planmäßig, es sieht gut aus, die Zwiebeln haben eine schöne Farbe, das Fleisch steht bereit, aber schaut mal her. Dieser Topf, der ist einfach zu klein für diese ganzen Zutaten. Wir hätten auch noch einen größeren Dutch-Ofen, das ist ein 9er. FT9, den wir hier haben, wir hätten einen größeren, aber der passt leider nicht auf den Gasgrill. Und den Gasgrill habe ich übrigens schon vorgeheizt, damit wir den Topf dann auf die indirekte Hitze stellen. Und ja, der passt eben drauf, der größere nicht. Und jetzt müssen wir improvisieren. Jetzt habe ich mir den Topf noch geholt und dann werden wir einen Teil vom Wiener Wirtshaus Gulasch im Backofen zubereiten. Ja, mein Gott, muss man halt ein bisschen improvisieren hier. Das ist eigentlich super, dann haben wir einen Vergleich. Dann haben wir einen Vergleich, ja. So. Gut, also die Zwiebeln, ja, die sehen gut aus. Die werde ich jetzt einmal hier reingeben. So, schön. So, die Zwiebeln haben jetzt eine schöne Farbe. Und wir geben jetzt einen Teil vom Fleisch, ungefähr die Hälfte da rein. Die größeren Markknochen. Ach, beim Kochen und Grillen ist es oftmals so, dass man einfach improvisieren muss, gell? Kameramann? Auf alle Fälle. Also. Wie im Leben auch. Fleischsaft natürlich auch, der darf auch nicht fehlen. Kameramann, es duftet so gut, gell? Ja. Weiter geht's im Programm. Ich lösche mit etwas Essig ab. Für den. Ja, das ist jetzt hier kein Ablöschen, aber das wird trotzdem gut. Ich muss jetzt hier die ganze Sache teilen. Dann Bier wird drüber kommen noch. Die Hälfte, gell? So. Und die Gewürze. Die ganzen Kümmelkörner. Paprikapulver, edelsüß. Rosenscharf, der Majoran. Sieht das nicht fantastisch aus? Und jetzt gießen wir noch mit Wasser auf. Und dann verteilen sich ja die Gewürze nochmal gut. So. Jetzt schaue ich mir das einmal an.
Fein. Ja, das Fleisch muss schon mit Flüssigkeit bedeckt sein. Da darf man noch ein bisschen noch gießen. Das wird ja immer besser. Rühren wir nochmal gescheit durch. Kameramann, bist du zufrieden? Da kann ich jetzt auch überhaupt nichts dazu sagen. Ach so. Wie lange muss ich jetzt drauf? 3 Stunden 3 Stunden erst bei drauf. 140 bis 150 Grad indirekte Hitze und mit dem Geschirr im Backofen das Gleiche. Ja. Deckel schließen. Und gegebenenfalls einmal nachschauen, ob vielleicht Flüssigkeit fehlt. Ja. Ein bisschen dabei bleiben. Dann spitzen wir mal in 1,5 Stunden rein, oder? Ja, das ist zu viel. Spitzen wir mal in 1,5 Stunden zusammen mit den Zuschauern rein. Und dann kann man das alles ganz genau verfolgen. So, Hockerkocher aus. Hotwok aus. Hotwok aus, ja. Hockerkocher. Ist ja, Hocker. ist eine Art Hockerkocher für Woks, aber für den Dutchofen. So. Brenner links und rechts außen an. Und hier haben wir die indirekte Zone und da bleibt er jetzt drauf. Gut. Ich gehe jetzt zum Fischen. Echt? Ja, das könnte es zeitlich gut schaffen. 1,5 Stunden sind vergangen und es riecht so gut hier überall. Drinnen und hier draußen. Und jetzt schauen wir mal rein. So. Oh, 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 oh. Aber das wird bestimmt noch dauern, ja, bis die Zwiebeln verkocht sind, oder? Ja, die Zwiebeln müssen sich auflösen. Da sehe ich heute Abend schwarz mit dem Abendessen. Ich auch. Oh je. Ja, das ist hart. Aber es hilft nichts. Ich lasse das jetzt noch mindestens 4 Stunden lang kochen. Und dann sehen wir uns morgen zum Probieren, weil da werde ich es auch nochmal erhitzen. Und dann ist es sicher so, wie ich mir das vorstelle. Ja, gut Ding will Weile haben, hä? Eine Nacht ist vergangen und jetzt schauen wir mal den Zustand des Wiener Wirtshausgulaschs an. Dieses am Grill habe ich für 4 Stunden schmoren lassen und das im Backofen 5 Stunden lang. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Schaut mal rein hier. Also das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Gell? Ist natürlich also jetzt wenn man da mit der Kamera drauf schaut, ja, dann schaut das nicht sehr, dann schaut das einfach wie ganz schwarz, also wie Erdboden aus. Also es schaut nicht ganz, ganz gut aus. Das muss man jetzt, glaube ich, nochmal heiß machen. Logo, und ihr habt jetzt gesehen, die Menge hat sich reduziert. Und das werde ich jetzt alles in den Dutch-Ofen reinfüllen und dann werde ich es nochmal erhitzen. Und dann schauen wir es uns nochmal an. Die Kamera ist ein ganz normaler Zustand. Aber das ist so richtig schön zusammengeschmort jetzt. Ja, das ist doch ein Traum. So, jetzt werde ich das einmal machen. Es nochmal erhitzen bzw. nur ein bisschen köcheln lassen. Ja. Ich hänge da gern nochmal 1,5-2 Stunden dran. Ja. Bis sich die Zwiebeln auflösen. Und dann schauen wir uns das Ganze an und dann werdet ihr sehen, dass das viel, viel besser ausschaut. Das ist ja jetzt schon ja, so weich alles. So, ich bin gerade dabei, den Grill nochmal hier vorzuheizen oder einzuheizen und da kommt jetzt das nochmal drauf in den indirekten Bereich und wird noch weiter geköchelt, geschmort und ihr seht, es ist ein bisschen flüssiger jetzt. Ich habe noch ein bisschen Wasser drauf gegeben, aber das kann das Gericht ruhig vertragen, ja, da ist so viel Geschmack drin und jetzt habe ich es nochmal ein bisschen aufgefüllt und jetzt werden wir es nochmal eine Runde schmoren lassen und dann wird endlich probiert. Eine Stunde ist vergangen, ich habe das Wiener Wirtshausgulasch jetzt nochmal erhitzt, nochmal ein bisschen schmoren lassen und jetzt schauen wir es uns an, ich will jetzt probieren. Aber niemand hindert euch daran, es noch länger schmoren zu lassen oder wieder abkühlen zu lassen und wieder zu erhitzen. Ja. Das bleibt jedem seine Sache. Ja, Kameramann, soll ich, ja, ich nehme mir dann ein bisschen was raus, gell? Oder kommst du da hin? Ich komme hin. Gut. Also, schaut euch das einmal an. Jetzt das mag, die Inhalt, das mag von den Knochen, das können wir auch noch reinreiben, oder? Total. Also, und die Zwiebeln, die lösen sich jetzt auf. Das ist ja jetzt wirklich ganz
sämig wird das, ja. Und ich muss sagen, das reicht mir jetzt echt. Ich muss, also den mag ich jetzt endlich probieren. So. Ich habe übrigens nach den 1,5 Stunden einmal gesalzen. Das habe ich euch vorenthalten, das wollte ich euch noch sagen. Aber ihr findet ja unterhalb des Videos das Rezept bzw. den Link dazu. Und dann könnt ihr das alles ganz genau nachlesen und ganz genau machen. Schaut mal her. Aber passt auf, ich hole mir noch ein bisschen Soße. Genau, man könnte es jetzt noch ein bisschen länger dahin schmoren lassen und dann hat man auch noch weniger Flüssigkeit drin. Das ist jetzt einfach bloß mehr meiner Meinung nach eine Geschmackssache, ja, Geschmacksfrage. Aber schaut mal dieses Fleisch an. Also noch länger. Ja. Das ist ja fast eine Sünde. So. Das wird heiß sein. Ah ja. Oi, 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 oi. Oh Mensch, dann nehme ich weniger. Hammer. Was gibt es da bei uns dazu? Ein Brot, ein Bauernbrot, oder? Und ich muss noch einen Gurkensalat mit Dill machen. Mhm. Ach, und übrigens, während du jetzt gerade kaufst, kann ich kurz Werbung machen. Mhm. In der Infobox sind 10 geile Gulaschrezepte verlinkt. Also schaut unten in die Infobox, wenn euch jetzt langweilig ist nach dem Video. 10 teilweise sehr verrückte Gulasch-Ideen. Einfach köstlich, so urig, lecker, einfach ursprünglich. Ich bin sprachlos. Das macht mich sprachlos, sowas. Also das Warten lohnt sich auf jeden Fall und es wird tatsächlich immer besser. Ja? Vielleicht lassen wir es auch noch ein bisschen rumschmoren, ja. Kameramann, oder? Haltet es noch ein bisschen aus? Ja, ich muss noch zum Frühschoppen. Wir können es ja jetzt ein bisschen probieren und dann nochmal ein bisschen schmoren lassen. Und morgen, das ist so viel, wir werden es morgen eh nochmal aufwärmen müssen. Ja, und es wird immer besser. Liebe Zuschauer, unbedingt nachmachen. Lasst euch dazu ein gutes Bauernbrot schmecken, so einen rustikalen Bauernleib und ein Bier dazu. Also, ja, unbedingt nachmachen, gell? Und ich blende euch noch was zum Abonnieren ein, den Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch informiert werdet, wenn wir wieder mit Rezepten am Start sind. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Anja, macht's gut. Mann, ist das gut.